schnell. Einmal du brauchst eh 3 Stunden, dein Haus zu durchqueren. Nö, ich bin gerade bei Bibo schon in der Butze und gehe da einmal durch. Was? Hä? Bibo, du hast recht, heute ist nicht dein Tag. Raffst du das, Yannick? Ich tu's nicht. So, ich lieg im Bett. Ja. But shit, it was 99 cents. Das ist jetzt, check ich nicht. Eine Line von, ich weiß nicht, wie der heißt, hier, Malcolm und schieß mich tot. Madcon? Nee, nicht Madcon, der hat Thrift Shop gemacht mit einem anderen. Weh? Was für ein Teil? Thrift Shop. Was ist denn das für eine Krankheit? Also, I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome. Das kennt fast jeder. Nur ich nicht. Alter, ich bin schwarz. So, sehr schön, ich hab jetzt überall Stack Glowstone neu. Oh, ah. Fatty, was machst du da? Ich wollte in den Teich springen, habe aber den Baum getroffen. So, aus Elendsand schmeiß ich mal hier in die Truhe. Und zack, ab nach unten. Ist schon hier irgendwas am Machen und am Tun? Nö, noch gar nichts. Oh, ich muss mich einmal kurz kratzen, Leute. Tut mir leid. Oh. Nee, also das geht gar nicht. LP beendet. Oh, scheiße. Tschüss, tut mir leid. was mache ich denn? Wayne interessiert es. Wayne interessiert es. Was mache ich denn jetzt mal? Ich müsste mir eigentlich nochmal... Eigentlich bräuchte ich einen Minenschacht. Ich brauche Melonensamen. Aber ich glaube, das wäre uncool jetzt. Ich hab Melonen. Was hast du? Ich weiß, ich habe auch schon. Ich habe aber nur 2 Samen gehabt. 2 Melonensamen. Was soll ich gucken? Nee, ich wollte gucken, wie weit du mit dem, was du schon am Hafen gemacht hast, oder hast du da noch nichts gemacht? Doch, also ich bin gerade dabei. Dann gucke ich mir das mal an. Nein. Natürlich ist es halt nur der Vorhafen, so irgendwie. Nein. Ist hier ein Creeper explodiert? Oder 2? Ach, du hast einfach noch mehr von diesen Stämmen dahin gebaut. Ständen, meine ich. Ja. Ja, okay, das sieht schon mal relativ geil aus. Ich glaube, dann mache ich das jetzt schon mal, dass ich am Weg ein paar Laternen gleich hinstelle. Aber erstmal schlachte ich die Kuh hier. Mach aber schöne Laternen. Was meinst du mit schöne Laternen? Eine Schönheit. Ich wollte die ganz normalen Glowstone-Laternen machen. Also nicht die, für die man einen Schalter braucht. Und einfach nur Glowstone. Ja, genau. Zaun und Glowstone wollte ich machen. Ja, das ist gut. Also wie wir sie auch schon bei uns im Dorf stehen haben, ne? Ja, ja, perfekt. Genau so wollte halt, ich es. Halt nur wahrscheinlich nicht mit 3 oder 4 Armen, sondern nur mit einem. Ich glaube, das reicht. Wieso gegen keinen Schießpulver? Meinst du? Ja, denke ich, oder? Oder siehst du das anders? Hast du hier den Kürbis hingesetzt, den Kaktus hingesetzt? Ins Wasser, ja. Ja. Das kann nur Bibo gewesen sein. Dafür brauche ich aber... Oh, ich müsste auch mal bald wieder Holz farmen gehen. Der fappt ein Slime wieder rum. Fappen. Fapp, fabelhaft. Minecraft Wiki TNT. Willst du mit TNT, Bibo? Ich will es einfach nur haben. Warum? Einfach nur zur Sicherheit. Im Fall, dass wir nicht spawnen, oder was? Genau, dann spring ich einfach euer Haus. Nö, ich mach so viel TNT, dass ich den Server crashe. Was bringt dir das? Ich weiß nicht, es wird Spaß machen mir. Wow. Qualifizierter Kommentar von Yannick. Wow. So, Leder.
Aber dazu muss ich erstmal wissen, wie wieder TNT geht. Das ist die Redstone-Lampe, das ist ein Notenblock, das klappt schon wieder doof, alles doof. Yannick hat wieder in meinen Truhen rumgespielt. Ja, ich hätte doch die Steine rausgenommen. Ja, aber was anderes auch reingeschmissen. Ich brauchte Platz. Entschuldigung! Verdammten Gay! TNT-Blöcke. Ich finde der sie nie. Ach, die sind weiter unten, denke ich. Yannick? Ja? Kann ich mir kurz von dir einen Stack Erde klauen oder ein paar Blöcke Erde aus deinen Truhen? Komm mal zu mir, kannst du richtig schön viel Erde haben. Ja, ich bin aber gerade noch in deinem Haus und ich brauche hier jetzt gerade Erde. Achso, mach doch, aber hier gibt's Masserde, weil ich hier einfach alles abreiße gerade. Ja, gut, okay, dann komme ich erst zu dir und baue ich halt vom Hafen an bis zum Dorf. Okay, warte. Wofür denn Erde? Weil ich ja Laternen bauen muss und die will ich 3 hoch machen und man kann sich ja nicht auf Zäune stellen. Doch, wenn du sie hochbaust schon. Ach, das Tee. Ich brauche Schwarzpulver und Sand. Ah, wo bist du denn beim? Ich auch genug. Wo bist du denn beim Hafen oder was? Müsstest du sehen, hier wird ganz viel weggerissen gerade. Da wo die Bulldozer sind und so, die Natur kaputt machen. Hahaha, ha, ha. Wo bist du beim Hafen? Ja. Mann, gib mir doch mal diesen Spaß. Ich hab keinen Sand mehr. Hopp, hopp. Oh ja. Auf zum Sandfarmen. Digga, das wird ein Spaß, das ganze Wasser hier nachzurüsten, ey. Ja, müssen wir schön mit Wassereimern immer hin und her kippen. Oh Gott. Ich hoffe, ja, das müsste so klappen. Warte. Mal testweise gucken. Ups, einmal testweise gucken. Ja. Upsala. Da geht's runter. Ah, noch ein Moment. Zack, zack. So, das machen wir dann auch noch mal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Glowstone, Glowstone. So, dann haben wir jetzt hier an der Hafenanlage haben wir schon mal ein paar Laternen. Ich baue hier auch noch welche hin, warte. Und zwar machen wir mal 2 von denen weg. Eins. Ah, verdammt. Eins. Moment. Nein. Das einfach mal so. Gut ist an dem Ding, ich muss es nicht überall gleich tief machen. Ja, das stimmt. Gott, das sollte reichen. Okay, so eine Wasserwand sieht aber auch extrem geil aus. Gerade eine Wasserwand erzeugt. Ja, warte, ich guck mir das gleich mal an. Ich bin Moses. Wo hast du eine Wasserwand erzeugt? Hier hinten. War da. Weite Wasser, so wie Moses damals schenkt. Nee, ich vergackt. Da war was. Ja, Hafenarbeiter Nero meldet sich zum Dienst. Würde ich dazu mal sagen. Naja, so. Es
klar, dann machen wir hier auch noch welche hin. Zack. Ach ja. Was ist los? Das ist eine ziemlich anstrengende Aufgabe. Für den Hungerlohn geht das mal gar nicht. Am Dynamite. TNT. Brauche ich noch Flint? Och, ich hab nichts mit Flint. Essen. Nein, hab ich nicht. Hab ich alles für Pfeile verbraucht. Kohle, ohne Kohle. Yes. Ich hab Flint. Warum brauchst du Flint? Obwohl, kann ich auch mit Redstone Fackeln machen. Hä? Zum Anzünden. Von TNT. Ja. Ja, das ist schon mal kein Flint von mir. Scheiße, ich habe auch keine Zäune mehr. Kann ich auch mit Redstone Fackeln machen. Was willst du überhaupt in die Luft sprengen? Weiß ich nicht. So, ich hoffe, bei meinem Feld ist jetzt mittlerweile mal was gewachsen. Ich brauche dringend was zu futtern. Und verhungere ich hier noch. Ich bin Vegetarier im Spiel im Moment. Echt? Weil du nur Melonen frisst oder was? Ja. Aber ach ja, stimmt, ich habe ja gerade 2 Kühe geschlachtet und die Steaks in den Ofen gehauen, die müssten durch sein. Ja, lass mal gleich schlafen gehen, Jungs. Ja, ich bin sowieso gerade schon zu Hause. Komm mal. Geht mich mal gleich um den Weg, wenn ich die Kohle hier abgebaut habe. Was? Wenn ich die Kohle hier abgebaut habe, komm ich an. Okay. Ich weiß, was ich gleich noch weiter. Oh, ich brauche richtig viel Holz eigentlich. Ja, ich komme jetzt auch nach Hause. Okay. Und ich nehme mein Bett einfach gleich mit zum Hafen. Das wäre vielleicht einfacher. Oh, kannst ja tun. So. Zurück. Baum oh, noch keine Gegner gespawnt. So, ein Stack Holz. Zack. Und ich. Bibo, liegst du im Bett? Ja. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich kletter auch gerade zu meinem Bett hoch. Zack, und ich liege. Bin gleich bei meinem Haus. Ich hab das eingebrochen bei mir. Wieso? Ein Affe. So, liege. Sehr gut. Ha, schöner Tag, ein schöner Tag. Ein schöner Tag zum ist Arbeiten. Ein guter Tag zum Sterben. Sterben? Also, was sagt das Feld? Ah, da sind Rüben fertig. Auf zum Wasser. Ja, auf zum Meer. Oh, Digga, das ist so hart anstrengend, diesen Kack zu machen. Das ist so einseitig wieder. Minecraft wird schon wieder monoton bei mir, merkt ihr so. Ja, das sollte hinkommen. Ah, Nils hat Laternen gepflanzt, fällt mir gerade mal auf. Ja, aber noch nicht viele. Ich habe jetzt gerade erstmal kurz. Ich würde ihn noch einen höher machen, oder? Nee. Ich glaube, vier von der Höhe reicht, glaube ich. Das sieht doch so aus, es ist nur ein Kopf über einem. Das sieht ein bisschen komisch aus. Findest du? Das ist aber zum Beispiel in unserem Dorf und beim Hafenpier nicht anders. Okay. Kackspinne, Alter. Es ist Tag. Hör auf, mich anzugreifen. Und ein Slime auch noch, Alter. Ich krieg die Kratze mal auf, um aufzunehmen. Leb wohl, du grausame Welt. Ich krieg das hin. Nein, verdammt. Bibo, was du nicht. Oh. Was zum. Hast du gerade in die Luft gesprengt? Bibo, hast du dich mit deinem eigenen TNT gerade in die Luft gesprengt? Jupp. Warum? Weil ich Langeweile hatte. Bau etwas. Genau. Ich weiß nicht was. Dann such ich bin ausgelutscht von Ideen. Dann, Igitt, dann such mir Zuckerrohr. Ich habe schon gesucht und ich habe auch gefunden. Liegt alles bei mir in der Truhe. Ja, da liegt's gut. Dann such mir Kühe und schlachte sie. Für Leder und Steaks. Das hättest du vorher sagen können. Ich habe 5000 Kühe auf meiner Reise gefunden. Ja, dann weißt du ja jetzt, wo sie sind. Ja, als ob. Sind 2 Tage vergangen, wenn du dich erinnerst. 2 Tage? 2 Minecraft-Tage. So, jetzt einmal aus Spaß umgebracht.
Auch lustig. War mal wieder lustig für die Aufnahme, reicht dann auch. Ne, lustig für die Aufnahme nicht unbedingt, aber lustig für mich. So, Kompass mitnehmen. Digga, hat mal gute Laune jetzt während des Aufnehmens. So, machen wir einmal das Loch hier dicht. Vergessen? Ja, hab ich. Was denn? Aber ich hab auch keine Pfeile mehr. Fuck it. Wehe, du vergreifst dich an mein Hühnchen. Das bringt mir nichts, weil ich keinen Flint hab. Wehe, du vergreifst dich an meinem Flint. Du hast Flint? Nein. Such mir jetzt einen Stein und sattel es auf. Das ist lustig. Ibo, der Schweinereiter. Besser als der Schweinepriester. Digga, sprichst du Walisch oder so was? Geil, so. Scheiß mir die Schweine. Euer Nils? Oh, ich habe einen Hund gefunden. Aber jetzt. Ich habe keine Knochen. Achso, ich wollte gerade sagen, zähm ihn dir. Kann ich auf einen Hund reiten? Nein. Ich denke, wir zusammenbrechen. Ich glaube, das hast du sogar schon mal gefragt. Wirklich nicht mit dem Sattel. Ich denke, der Hund würde sich nicht reiten lassen, Bibo. Nein. Habt ihr beide morgen eigentlich auch die ersten beiden frei, außer Nils, du zählst nicht? Nein, da hatte ich heute. Auch nach der vierten Schluss? Jopp. Aber auch heute nur eine Ausnahme, weil Englisch ausgefallen ist. Nach der vierten? Nach der vierten. Um 11 Uhr irgendwas. Um 11? Ich hatte die ersten beiden Stunden frei. Bin zu du dritten. Hast einen Blockunterricht, das weißt du, ne? Ja. Nein, ja, ich habe die ersten beiden Stunden frei, habe dann die nächsten beiden Mathe und dann noch. Nee, warte mal. Ja, heute hatte ich die ersten dann beiden hast du wirklich zwei Stunden Unterricht, wenn du vier Stunden hattest. Dann hatte ich heute die ersten. Ich habe keinen Blockunterricht. Bibo, die ersten beiden hattest du frei. So. So, dann hatte ich die nächsten beiden Mathe und dann hatte ich die nächsten beiden noch GMK, weil Englisch ausgefallen ist. Dann hast du fünf. Beziehungsweise du hast nicht nach der vierten Schluss gehabt. Ich hatte vier. Ja, dann hatte ich nach der fünften eben Schluss. Mein Gott. Das ist ätzend, das. Naja, im Normalfall war es eigentlich ganz entspannt, mal früher Schluss zu haben. Ja, im Normalfall. Was ist schon heutzutage normal? Nichts. Nix. Wenigstens die Ansicht teilen wir. Das ist es, was uns verbindet. Nichts. Nein. Gut, Nils. Gut. Okay, es gibt keine Schweine mehr auf dieser Insel. Doch. Es wird nie wieder Schweine geben. Musst du halt neue Länder erkundigen, Bibo. Erkundigen? Hab keine Lust. Ja, erkunden. Und Kühe gibt es auch keine mehr. Aber hier gibt's Hunde. Doch, es gibt auch Hunde. Und zwar eine Menge Hunde. Ein Schwein! Schlachten! Komm her. Juhu! Los geht's! Beweg dich. Los, beweg dich. Ja toll, jetzt sitze ich auf dem Schwein und es bewegt sich nicht. Tja, Bibo. Faules. Beweg dich, du faule Sau! Haha, faule Sau, hat er einen gerissen. Los, Andale. Andale, los. So, machen wir hier noch einen hin. Oh, Miss Piggy, Andale, los. Wieder zurück zum Dorf. Hör auf dich, wie willst du drehen? Los, Andale. Kann ich das Schwein nicht steuern? Nein, das kannst du beim Schweinereiten nicht. Doof, ja, jetzt habe ich einen Sattel verschwendet. So, wir haben jetzt Laternen.